Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, es ist gerade mehrfach gesagt worden, dieses Gesetz setzt jetzt um, was die Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart hat. Das ist ein wichtiger Schritt, um den Schulen jetzt zeitnah Unterstützung zu geben. Der Prozess muss jetzt zügig weitergehen, damit die Schulen zeitnah die notwendigen finanziellen Hilfen auch erhalten. Wenn wir mal ehrlich sind, hätten wir das alles viel früher haben können, wenn man das etwas zügiger angegangen wäre, wenn man die Konnexität anerkannt hätte. Block 2, den Maßnahmen zur Unterstützung der schulischen Inklusion. Mir ist bewusst, dass das Land hier rechtlich betrachtet freiwillige Unterstützung leistet. Dennoch habe ich Sorge, dass diese 10 Millionen reichen. Ich denke nicht. Hier geht es um Personalkosten, hier geht es um Schulsozialarbeit, Psychologen und um den Ausbau des Ganztags. Und die Kosten dafür, die werden in den nächsten Jahren garantiert eher steigen. Und ich glaube nicht, dass wir da mit 10 Millionen hinkommen. Da braucht man kein Hellseher sein, um jetzt schon zu sagen, dass man da aufstocken wird müssen. Im Ausschuss haben wir geredet über Förderkonzepte, über Modelle wie RTI. Ich weiß, Frau Ministerin, Sie werden sich hüten, solche Konzepte flächendeckend einzuführen. Dann haben wir nämlich sofort wieder die Konnexitätsfrage. Aber im Moment wuselt halt jede Schule so für sich rum und guckt, was kann ich denn machen, was kann ich denn leisten. Unterschiedliche Konzepte werden getragen. Und ich finde, dann muss man tatsächlich gucken, ganz genau hingucken, wo muss jetzt das Geld hin. Und mittelfristig, wenn alle Schulen Konzepte haben, dann glaube ich, dass wir viel, viel mehr Geld brauchen, um, was Frau Gebauer sagte, die Inklusionsassistenten zu bezahlen und weiteres Personal zu bezahlen. Da sind 10 Millionen Euro, sind da ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich möchte, was so ein bisschen hier untergegangen ist, das steht hinten im Gesetzentwurf, noch was positiv herausstellen. Das Land sieht eine Bundesratsinitiative vor, welche die Bündelung von Integrationshelfern an Schulen nach dem SGB 8 und 12 erleichtert mit der Poolbildung. Wir sprechen also darüber, dass nicht wie jetzt ein Integrationshelfer nur für einen Schüler da ist, sondern dass er für mehrere Schüler tätig sein kann. Das finde ich ganz hervorragend. Und ich finde es ganz toll, dass die Kommunen da mitmachen und den Weg mitgehen. Nur, wir stehen wieder vor dem gleichen Problem. Es geht jetzt los in 2014. Es muss jetzt schnell gehen. Es muss jetzt was passieren. Man muss das jetzt anschieben. Und das zweite Problem dabei ist, dass, wenn ich sehe, wie jetzt Verfahren laufen, wie man einen Schüler Unterstützung durch einen Integrationshelfer bekommt, das sind oft Verfahren, die über ein Jahr dauern. Und Eltern sind verzweifelt und wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen. Kollegen haben überhaupt keine Ahnung, wie sie dabei unterstützen können, weil sie nicht wissen, was für Gutachten muss ich eigentlich schreiben, damit das Kind den Anspruch hat. Und ich befürchte, dass da wieder so ein bürokratisches Monster aufgebaut wird. Und deshalb möchte ich einfach darum bitten, wenn man das beschließt, dafür zu sorgen, dass klar definiert wird, welcher Schüler hat einen Anspruch, wie komme ich da dran. Und die Lehrer brauchen Unterstützung. Und da sehe ich auch Sie, die Landesregierung, in der Aufgabe, dafür Informationen zu sorgen und für Fortbildung zu sorgen, damit die Lehrer in der Lage sind, da auch helfend einzugreifen. Liebe Sigrid? Okay. Okay. Wir respektieren die Vereinbarung mit den Kommunen. Wir sind dafür, dass das jetzt ganz schnell in den Ausschuss geht, dass endlich was passiert, weil jeder Tag ist ein verlorener Tag. Das ändert aber nichts an unserer grundsätzlichen Kritik am 9. Schulrechtsänderungsgesetz. Trotzdem sagen wir, ab in den Ausschuss damit, zügig beraten und dann umsetzen. Danke sehr. Vielen Dank, Frau Kollegin.